Der Borkenkäfer ist ja bekanntlich der größte Fichtenschädling in unseren Wäldern. Forscher aus Jena suchen nun fieberhaft nach Mitteln gegen den Baumkiller. Denn dieser greift inzwischen nicht mehr nur geschwächte Bäume an, sondern auch gesunde. Buchdrucker sind winzig. Trotzdem gelingt es den kleinen Borkenkäfern, ganze Fichtenwälder zum Absterben zu bringen. Und sie greifen nicht nur geschwächte, sondern auch gesunde Bäume an. Trockenheit, extreme Temperaturen, der Klimawandel hilft den Käfern. Aber da ist noch etwas. Ips typographus, der Buchdrucker, hat Verbündete. Winzige Bakterien im Darm und Pilzsporen auf seinem Körper. Sie unterstützen die Käfer, die Verteidigungsstrategien der Bäume zu knacken. Forscher am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena sind den heimlichen Helfern auf der Spur. Aber wie können Bakterien und Pilze dabei helfen, die Abwehr der Fichten zu überwinden? Die Fichte wehrt sich hauptsächlich durch das Baumharz gegen den Borkenkäfer. Die Fichte ist in der Lage, die Quantität, also das heißt die Zusammensetzung, als auch die Menge des Baumharzes zu variieren. Das Baumharz setzt sich hauptsächlich aus Terpenen und polyphenolischen Verbindungen zusammen. Und diese spielen eine große Rolle bei der Abwehr des Baumes gegen den Borkenkäfer als solches, als auch den mit ihm assoziierten Bakterien und Pilzen. Um herauszufinden, wie die Käfer die giftigen Harzinhaltsstoffe neutralisieren, müssen sie ins Labor. Dort werden sie auf Baumstammstücken gezüchtet. Für ihre Experimente nimmt Doktorandin Anna einige Tiere heraus, um sie genauer zu beobachten. Sie setzt sie dafür in gläserne Kammern mit Fichtenborke. Ich nehme jetzt ein Männchen und setze es in die Kammer. Ich greife es ganz vorsichtig mit der Pinzette und lege es hinein. Dann platziere ich noch das Gitter drauf und jetzt ist es in der Kammer. Ein paar Tage später wird sie ein Weibchen dazu setzen und dann beobachten, was die Tiere in der Kammer so treiben. Eigentlich interessiert sich Anna für die Bakterien im Darm der Käfer. Sie will wissen, ob sich die Bakterien im Darm in den verschiedenen Entwicklungsphasen unterscheiden. Vom Ei über die Larve zum erwachsenen Käfer. Und wie sie von einem Stadium zum anderen übertragen werden. Ich wollte wissen, ob die Mutter die Bakterien irgendwie auf ihre Eier überträgt, weil sie danach keinen Kontakt mehr hat zu den Larven und den frisch geschlüpften Käfern. Sie legt die Eier und das war's. Mittlerweile weiß ich, dass sie die Eier auf eine spezielle Weise verpackt. Der nächste Schritt wäre zu sehen, welche Bakterien in dieser Verpackung sind. Ihre Kollegin Christina untersucht, wie die Bakterien den Käfern helfen, beobachtet dafür allerdings den Fichtenrüsselkäfer. Der ist viel größer und einfacher zu halten als der Borkenkäfer, frisst aber genau dasselbe und hat auch Bakterien im Darm. Von ihm lassen sich Rückschlüsse auf den Borkenkäfer und seine Bakterien ziehen. Vermutlich helfen die Darmbakterien beiden Käfern dabei, die giftigen Pflanzenstoffe abzubauen, durch die sich die Bäume schützen. Werden die Käfer nämlich mit Antibiotika behandelt, sterben die Darmbakterien und können die giftigen Harzinhaltsstoffe nicht mehr neutralisieren. Futterexperimente sollen zeigen, wie die Käfer auf verschiedene Abwehrstoffe im Harz reagieren und auf Antibiotikagaben. Das Fressverhalten der Rüsselkäfer macht es möglich, dass wir sie mit künstlicher Nahrung füttern können. Diese Nahrung können wir mit Abwehrstoffen und Antibiotika anreichern. Dann untersuchen wir ihren Kot und sehen, wie sie die Abwehrstoffe abgebaut haben und welchen Effekt sie im Körper der Insekten hatten. Bakterien sind aber nicht die einzigen Helfer der Borkenkäfer. Wenn die Käfer sich ins Holz fressen, tragen sie auf ihrem Rücken Sporen von Pilzen mit sich. Diese Bläuepilze sind für die Blauverfärbung des Nadelholzes verantwortlich und führen zu großen wirtschaftlichen Verlusten. Ob die Käfer gezielt die für sie günstigen Pilze aufsuchen, untersucht Doktorandin Emily. Sie stellt die Borkenkäfer vor die Wahl zwischen Futter, das nur nach Baum riecht, oder nach Baum plus Pilz. In früheren Experimenten haben wir festgestellt, dass die Borkenkäfer von dem Pilzgeruch angezogen werden. Das weist darauf hin, dass sie in einer Beziehung zu den Pilzen stehen und einen Vorteil von ihnen haben.
Ich versuche herauszufinden, ob die Pilze eine Rolle als Nährstofflieferant spielen und die Käfer mit Nährstoffen versorgen, die in der Borke nicht ausreichend vorhanden sind. Bislang läuft die Käferbekämpfung vor allem über Lockstoffe. Die Jenaer Forscher richten ihr Augenmerk nun auf die Verbündeten der Käfer, auf Bakterien und Pilze. Möglicherweise bieten sich hier ganz neue Ansätze im Kampf gegen die Borkenkäfer.